Und anheben. Das macht Laune. Das macht Laune. Okay, Freunde, eigentlich wollten wir heute unseren Ninebot Go-Kart Pro reparieren. Stattdessen gucken wir uns heute das neue The Cool 10020 Max an. Das ist ein Fatbike mit zwei Motoren. Ich habe es damals als Allradmonster deklariert. Da hieß es noch 10020. Jetzt gibt es aber das 10020 Max. Und was dieses Max bedeutet, das klären wir heute. Du hast gerade das gesagt, was ich gedacht habe. Oh Mann. Also ich würde ja vorschlagen, wir spulen jetzt einfach vor. Was sagst du? Nein, Papa, das ist links, rechts, Kaki, Ananas, Ei gepackt. Jetzt erst recht einen Grund vorzuspulen. Los geht's. Boah, ich kann es gar nicht erwarten, mit dem Teil endlich ins Gelände zu gehen. Also der Aufbau war schnell erledigt. In einer Viertelstunde stand das Ding fertig aus. Korb schnell vorne rangemacht, Sattel montiert, Lenker ran. Kurz noch die Pedale festgezogen. Fertig ist der Lack, ja. Das The Cool 10020 Max ist ein Allradmonster. Das heißt, ihr habt einen Motor vorn, ihr habt einen Motor hinten. Insgesamt 48 Volt, 2×750 Watt. Bedeutet 1500 Watt. Eigentlich fährt das auch nur 25, ich habe es mir gleich freigeschaltet, jetzt fährt es gut 50 und wenn ich drauf sitze, wahrscheinlich 40. Aber das wird richtig Laune machen, weil beim Max gab es ein fettes Update im Vergleich zum 10020 und ich will mal ganz kurz auf die wichtigsten Eckdaten eingehen. 20x4 Zoll Fatbike-Bereifung und jetzt neu, das wird cool, 10020 Max hat eine hydraulische Scheibenbremsanlage vorne und hinten. Wie gesagt, hier vorne in der Radnabe befindet sich der Motor, 48 Volt, 750 Watt und der Oberknaller kommt noch, ich verspreche es euch. Es gibt wieder einen großen LED-Scheinwerfer, Schutzbleche aus Metall, vorne und hinten, die waren sogar schon montiert, genauso wie der Scheinwerfer, ungewöhnlich. Dann haben wir unsere Gabel, die wir gleichzeitig noch sperren können. Zusätzlich gibt es noch einen Korb und im Korb liegt jetzt schon unser Ladegerät, das ist ein 4 Ampere Ladegerät. Wir haben 20 Amperestunden mittlerweile verbaut, also nicht mehr 15, sondern 20 Amperestunden. Samsung-Zellen 21700er und in 5 Stunden ist das Bike wieder vollgeladen. Hier im Rahmen befindet sich dann unser Akku. Das Bike wiegt 36 Kilo, maximale Zuladung 150 Kilogramm und gezündet wird das Ganze hier unten über den Schlüssel. Neben der 7-Gang Shimano Tourney-Schaltung gibt es noch ein großes Kettenblatt und zusätzlich noch ein zentrales Federbein. Hinten gibt es dafür noch ein LED-Rücklicht mit Blinkerfunktion und einen Gepäckträger, wo ihr theoretisch mal auch jemanden mitnehmen könnt. In den Sattel wurde zusätzlich auch nochmal ein LED-Rücklicht mit Batterie integriert. Es gibt außerdem Pedale aus Metall und einen Geschwindigkeitssensor, der hier verbaut wurde. Der Sattel sieht auch mega bequem aus. Natürlich kannst du wie gewohnt das Bike zusammenklappen. Zusätzlich kannst du den Lenker an der Höhe einstellen und auch dieser ist abklappbar und somit hast du ein kompaktes Packmaß. Das ist auch mal eine neue Art von Lenkerendenspiegel. Zusätzlich gibt es noch eine Handyhalterung und eine praktische Tasche für dein Ladegerät. Jetzt kommen wir kurz zur Bedienung. Also ganz neu natürlich unsere hydraulische Bremse vorne und hinten. Licht ein, Licht aus. Dann gibt es hier noch einen Knopf für den Blinker hinten und eine Hupe. Zusätzlich haben wir jetzt hier noch die Möglichkeiten, unser Display anzusteuern mit Plus, Minus und Infotaste und On-Off-Schalter. Rechts haben wir dann unseren Gasdrehgriff. Oh mein Gott, das Ding geht gleich ab wie die Hölle. Und unsere 7-Gang Shimano SES Index. Boah, ist mir gerade voll in den Hacken gefahren. Aber jetzt kommt der Oberknaller. Das ist nämlich das neue Display und die App-Anwendung. Zum einen könnt ihr das Bike jetzt mit einer App verbinden und könnt ihr theoretisch darüber auch euer Bike orten. Geht aber aktuell nur für iOS. Und darüber hinaus haben wir jetzt hier ein neues Farbdisplay. Und über die Infotaste, schaut mal hier, in der Mitte seht ihr den Fahrer. Über die Infotaste könnt ihr jetzt entscheiden, ob ihr nur Heckantrieb wollt, ob ihr nur Frontantrieb möchtet oder ob ihr Allradantrieb haben möchtet. Und das finde ich so geil, dass ich entscheiden kann, welchen Motor ich ansteuere. Und dann, wenn du jetzt hier natürlich richtig Gas gibst, siehst du auch die Wattausgangsleistung von den Motoren. Wie gesagt, 2×750 Watt auf 48 Volt. Und ich baller mir den Akku hier richtig voll und dann knallen wir mit dem Teil durchs Gelände. Das ist mal eine richtig coole und frische Innovation. Also nicht viel schnacken, wir gehen raus ins Gelände mit dem The Cool 10020 Max. So, ich pelle mich jetzt an und dann geht's los. Ich freue mich.